Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wir müssen nun in den Schacht, in den Aufzugsschacht hineinsteigen. Oh Gott. Ich kann mir das nochmal überlegen, oder? Ich will da doch nicht hin. Verdammt, meine Taschenlampe ist kaputt. Meine Pseudotaschenlampe. Also. Wir müssen dich irgendwie. Warte mal, wir können dich erstmal nach da drüben nehmen. Machen wir dich mal an. Das eskaliert jetzt noch nicht. Wir übernehmen erstmal diesen Kontrollpunkt. Sehr schön. Haben wir das auch. Haben wir schon mal einen Speicherpunkt. Für den Fall, dass hier gleich die Super-Eskalation ausbricht. Oh Gott. Oh nein. 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 Ich muss hier nicht mit dem Fahrzeug rumfahren. Alter. Es ist so krass, wie viel... Also, falls es so sein sollte, weiß ich nicht. Aber wenn das so ist, dann haben sie echt geile Ideen ständig. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Taschenlampe. Wir können ja erstmal diese Schalter hier drücken. Vielleicht ändert das irgendwas. Mal gucken. Falsche Richtung. Nein. Du musst noch ein bisschen weiterfahren. Damit wirst du weggebrözelt. Müssen wir mal ganz kurz gucken, wenn das da jetzt frei ist. Wir müssen auch noch, glaube ich, diesen Knoten. Dafür muss ich dich noch weiter zurückziehen. Ja, ja. Aber trotzdem, es ist nicht so, wie ich erwartet hatte, aber ähnlich. Und es ist eine ziemlich coole Idee. Jetzt muss ich gucken, dass wir... jetzt den rausnehmen. Gucken, hoffentlich reicht das noch. Ja, sehr schön. Oh, das war nicht, was ich erwartet hatte. Ich hatte gedacht, dass das noch weitere Energieknoten ist. Aber hey, ich nehme auch gerne noch ein bisschen Material. Komm her, jetzt können wir dich nämlich nach dort packen und damit ist dieses Türsche auf. Türsche Nummer 3. Oh, so viel Licht, wie angenehm. Hoffentlich bleibt es für den Rest des Spiels so. Kann ich dich bewegen oder so? Dich kann ich nicht bewegen, ne? Obwohl ich so mächtig bin, kann ich dich nicht bewegen. Na gut, komm mit, Licht. Hier unten wartet bestimmt nur Spaß und Freude auf uns. Ach, nö. Nö, 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 nö. Oh Gott. Oh, diese Ratte macht jetzt hier das Licht überall aus. Ach so, er macht das gar nicht aus. Es ist einfach plötzlich immer wieder dunkel an bestimmten Phasen. Okay. Ja, 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 ja. Alles in Ordnung? Die Frage ist, ich habe jetzt diesen Energieknoten. Wohin muss der? Hier ist nochmal eine Wand, die aufgeschlagen werden kann.
Vielleicht hilft uns das. Ja, das hilft uns. Aber jetzt muss ich erstmal... Die dritte Form heißt die Quest. Ach ja, da wollte ich dann hin. Ich habe jetzt mehrere Quests hier in diesem Gebiet. Wir haben zum Beispiel einmal Versorge die Pflanzen mit Licht, haben wir noch hier. Dann haben wir... Haben wir das hier eigentlich noch? Nächste Situation. Wartungssektor. Und das haben wir ebenfalls noch hier hinten. Meine Güte, was wir hier alles machen müssen. Und wir müssen die dritte Form von Hartmann ebenfalls in diesem Gebiet bekämpfen. Das heißt, das erste, wo wir hinkommen werden, werden die Pflanzen sein. Dann der Fungus, dann Hartmann. In Ordnung. Das ist der Plan. Geh mal weg. Dankeschön. Jetzt ist alles mit Strom versorgt. Hartmann ist wieder vertrieben. Fürs Erste. Warum kann er nicht wegbleiben? Er hat Ellen nicht bezwingen können. Was lässt ihn glauben, dass er Jesse bezwingen kann? Okay, er hat jetzt natürlich neue Fähigkeiten, die er vorher im Kampf gegen Ellen noch nicht hatte. Also im Kampf gegen Ellen klingt so, als hätte er... Haben wir ihn als Schatten bekämpft? Also nicht wir als Schatten, sondern ihn als Schatten? Wir haben so viele Feinde bezwungen. Weiß gar nicht mehr, ob da auch ein Hartmann als Schatten dabei war. Arbeitssuchender Schauspieler. Mein allerliebstes Hollywood. Hast du dir jemals gewünscht, es gäbe einen Schauspieler, der alles kann? Der Mann oder Frau, erwachsen oder Kind, Delfin oder Boston Terrier verkörpern könnte? Heute ist ein Glückstag. Ich heiße Garrett Clemens und ich bin der beste Schauspieler der Welt. Ich habe nicht nur langjährige Bühnenerfahrung, sondern bin auch ein versierter Gestaltenwandler. Egal, ob du eine trotzige Katze, einen wilden Wolfsmann, einen säbelrassenden Piraten oder eine lässig elegante Südstaatenschönheit brauchst, ich bin dein Mann. Oder deine Frau. Oder was auch immer. Ich komme am 11. Mai 1971 in der Stadt an und bin ab dem 13. für Treffen und Vorsprechen verfügbar. Wir sehen uns auf der Leinwand. G. Clemens. Clemens. Gut. Hey! Solche talentierten Leute braucht die Welt. Ich frage mich, ob Clemens eine Rolle bekommen hat. Als Terrier. Oder was auch immer. Komme ich hier durch? Kann ich mich hier durchchargen? Nein. Heißt ja, hinten haben wir durch das Licht den Pfad geöffnet. Dann gehen wir doch jetzt erstmal hin. Wir haben hier leider auch kein Licht mehr. Kein tragbares Licht mehr. Wir sind jetzt wieder einmal auf das externe Licht angewiesen. Was mir nicht gefällt, das da oben ist, sieht ganz gut aus. Das scheint wieder ein Speicherpunkt zu sein. Die Speicherpunkte oder diese Save Points sind hier sehr angenehm gesetzt. Gerade dadurch, dass der Kampf gegen Hartmann in der Dunkelheit doch sehr, sehr schnell tödlich enden kann, ist das sehr angenehm. Weil es ist jetzt, sonst wäre es auch wirklich einfach nur froh. Oh. Kann ich da durchschießen? Nur mal so aus Interesse. Nein. Hallo. Ach ja, ich mag meinen Stich. Da unten ist eine Wand mit Dunkelheit.
Komme ich hier durch? Hallo? Hier war doch jemand drin! Gemein! Okay. Okay. We're gonna try this one more time and then we're done playing with you. Understand. Jelly. Where are you from? Jumbo Grand. Up and loose and heavy treat sandwich. Jesus Christ. Does anyone have any idea what this thing is saying? Hotly. Dirt arrange you. Why are you here? What the hell do you want? Why'd you stow away on that ship? School bearing boy boy. Eyes many cauterizing loops through and about. Wind and Windy Mitchell. Did he just say Mitchell? Was there a Mitchell at NASA? Tubes. You know what? Never mind. I can't do this anymore. Just send this thing to the guys in research. Let them cut it up or whatever they do. You hear that? They're gonna cut you up, you pain in the ass. Spider time. Spider time. Ein Außerirdischer. Das war ein Außerirdischer? Der war in einem Raumschiff? We're gonna try this one more time and then we're done playing with you. Ah, das ist ja richtig Freude plötzlich draußen wieder. Confetti time! Ist ein Punkt zum Zerstören, aber dafür haben wir gerade keine Zeit. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Sphäre zerstören. Ist das dein Ernst? Also schon ein bisschen unhöflich, finde ich. Wo ist denn die Sphäre? Abgehauen. Ist aber jemand aufgetaucht? Keine Ahnung. Wo ist denn die Sphäre hin? Hä? Okay. Ist sie tot? Hier ist Licht dran und wir müssen das darüber bringen, damit die. Damit das. Oh mein Gott. Nee, warte mal. Das ist nicht gut. Das ist ein Sniper. Das ist gar nicht gut. Puh, das ist jetzt recht nicht gut. Oh, ich brauche die Lebenspunkte von da unten. Holla, die Waldfee. Dann öffne dich schnell hindurch. Bloß. Was? Hey! Geheimer Ort entdeckt. Cool, lang nicht mehr gehabt. Aua. Alles hier drüben los. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, sehr gut. Da ist eine verschlossene Tür. Lass mal ganz kurz die andere Waffe nehmen, damit ich mich nicht aus Versehen in die Luft springe. Da oben brauche ich Licht. Komm mal weg.
Da brauche ich Strom, da haben wir Strom. Okay. Oh, hey Licht. Komm mal her. Warum genau? Naja, was weiß ich schon. Nein! Mehr, nicht mehr. Hilf mir bei dieser Wand. Aus Dunkelheit. Dankeschön. Ist hier irgendwo Pflanzen? Ich glaube, wir müssen langsam... Ja, jetzt müssen... Wir müssen also langsam in den Bereich kommen, wo die Pflanzen sind. Okay, da schwebt einer rum. Und der hat uns gesehen, glaube ich. Ah! Oh. Du bist schon sehr hübscher, also das muss man dir schon lassen. Whatever force had a hold on Hartman isn't mixing well with the his corruption. Gut zu wissen. We did call him the third thing. Okay. Okay. I'm just going to freestyle a bit. My mother always said, never talk to strangers. Always. Never. Never. Always. Always. Never. Never. Hat er dann Theremy? But isn't a stranger just someone you don't know? Freestylt er gerade zu einem Theremy? What if anything stopping a stranger from being a friend? Is that word? Stranger. Strange like the noises you hear at night when there is no light and you cannot fight. Strange like a rubber duck that follows you around and makes you drop your coffee every time that it quacks because the noise scares you. Then you have to clean up the coffee while the duck stares at you and continues to quack, 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 quack. Spider time! Okay, Längst. Nein, wir hören uns das. Das war ein Fehler. Manchmal sind es Fehler, die Sachen separat anzuhören. Oh Gott, Langston, du bist schon ein... Ey, du bist mir immer sympathisch, aber du bist trotzdem abgedrehter Typ. Oh, guck mal, Speicherpunkt. Was ist das? A chain letter. I remember these. Mom used to say they were evil. Better do what it says. You know, just in case. There must be a photocopier around here. Warte, was? Leite diesen Kettenbrief weiter, bevor er dich erwischt. Oh nein, der Brief des Gruselmann hat dich gefunden. Der Fluch des Gruselmann liegt jetzt auf dir. Um den Fluch zu brechen, musst du diesen Brief an verschiedene Leute schicken. Tu das nicht. Tust du das nicht? Erleidigt dich der Fluch. Je mehr Briefe du verschickst, desto besser bist du dran. Sally in Houston. Es ist so true, es ist so ein krasser Kettenbrief. Es ist 1:1 ein Kettenbrief. Sally in Houston hat den Brief nicht weitergeleitet und der Gruselmann hat ihre Katze gefressen. Terrence und Greenstone hat den Brief nicht weitergeleitet und der Gruselmann hat ihm Pickel verpasst. Kyle hat den Brief nicht weitergeleitet und jetzt ist seine Frau alleine zu Abend. Nein, wie schrecklich. Linda hat mehrere Briefe geschickt. Bisher insgesamt 30. Und schau sie dir an. Sie hat 3 Autos. Ihr fehlt kein einziger Finger. Sie spricht fließend Italienisch. Du musst diesen Brief weiterschicken. Wage es nicht, diesen Brief nicht weiterzuschicken. Halte den Gruselmann fern. Er schnappt sich deine Katze. Hol deine Briefmarken raus. Los! Sehr süß. Wo ist der nächste Briefkasten? Der nächste... Im Einsatz. Oh Gott, das ist ganz schön weit weg.
Ja, da müssen wir wohl noch ein bisschen mit dem Boogeyman leben, würde ich sagen. Ich speichere mal ganz schnell. Jetzt, wo wir den Boogeyman gerufen haben. In Schatten gehüllte Hartmann. Untersuchung paranatürlicher Entität. Dr. Hartmann ist das erste in Schatten gehüllte Individuum des zweiten Typs, das lebend von der Behörde untersucht werden konnte und hat uns enorm geholfen, den Schatten besser zu verstehen. Wie alle in Schatten gehüllte Individuen wird das Exemplar konstant von einem aus Dunkelheit abgeschirmt oder erzeugt ihn vielleicht selbst, was seine Beobachtung erschwert. Dieser er schützt das Exemplar außerdem vor Schaden. In Tests erwiesen sich nicht tödliche Geschosse gegen ihn als ineffektiv. Da das Exemplar verwendet Wörter, Worte und Sätze, die aus seinem früheren Leben als Therapeut zu stammen scheinen. Einige Sätze konnten Dr. Hartmanns Buch The Creator's Dilemma zugeordnet werden. Anscheinend bleibt die Persönlichkeit des Wirts bis zu einem gewissen Grad... Der in Schatten gehüllte Hartmann wurde zu Forschungszwecken zur Cauldron Lake Lodge verlegt, die für die Untersuchung des Ave von nachgebaut wurde. Die Forscher erhoffen, dass eine vertraute Umgebung neue Verhaltensweisen hervorrufen. Bisher hat das Experiment zu keinen neuen Ergebnissen geführt. Die haben dort nicht ernsthaft? Die haben die Cauldron Lake Lodge aufgebaut? Okay, das ist natürlich... Director Faden hier. I need a ranger dispatched to my position. Put him down! Bin ein bisschen froh, dass unser Ranger so entspannt ist. So entspannt bist und einfach nicht mitkämpfst. Aber hey, weißt du was? Wir machen die Tür wieder und lassen dich mal kämpfen. Du kriegst das schon hin, mein Freund. Wir haben nämlich Gegenmaßnahmen des Rates abgeschlossen. Guck mal, eine Jeton-Box. Yay. Jukebox-Jeton und eine zufällige Energieschub. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt noch? Impuls, als wenn wir nicht hinkriegen. Wartungssektor. Zwischenranger, das kriegen wir hin. Mehrfach. Ach, das kriegen wir nicht hin. Das wird nicht so schnell passieren. Impuls werde ich nicht machen. Aber zwar im Lader-Modus. Das kriegen wir hin. Lader haben wir ja häufig. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.